Das Mein sind ja. die Hallen des Schläfers. Da habe ich nur diesen fanatischen Templer gehauen und dann habe ich gesagt, oh nee, ich muss nochmal zurück. Denn da fehlt mir noch einer. So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Nach dem kleinen Absturz mussten wir erstmal ein bisschen wieder zurücklatschen und sind jetzt wieder direkt fort. Okay Leute, weiter geht's mit Gothic. Nachdem das Spiel zweimal abgekackt ist, habe ich jetzt einfach mal die CD eingelegt. Und es funktioniert. Warak, irgendwas ist da. Und kommt ganz gechillt auf uns zu. Like a boss. Ne? Ja. Du hast eine mächtige Waffe. Ich werde dich aufhalten. Gra Schwartag Arushal. Das ist der Oberste. In den zwei Fails, in denen er versucht hat, da zu dem Punkt hinzukommen, ist er zweimal in den Eingangsbereich in den Schlucht gesprungen. Genau. Weil ich like a boss wieder mit meiner Eitelkeit über die Schlucht springen wollte, anstatt den richtigen Weg zu nehmen und zweimal gefällt damit. Das musst du natürlich auch anmerken, ne? Ja, das es war so klar, ey. Es war so klar. Es war so klar. Typisch Bloody, ey. Jeden Fehler aufzeichnen, aber okay, das mache ich aber ihm auch immer, ne? Naja, aber das deswegen, jetzt ist so, jetzt ist so dein Moment der Rache gekommen, ne? Ja. Alles klar, okay, Warasch. Ich glaube übrigens auch, wenn ich hier weitergegangen wäre, wäre der ja gekommen, ne? Der wäre ja aufgetaucht. Und wenn der aufgetaucht wäre, hätte ich ihn, glaube ich, gar nicht töten können. Weil er unsterblich ist. Weil er nur mit Orizir getötet werden kann. Glaube ich. Weißt du, dass du dann weißt, oh scheiße, ich kann ihn nicht töten. Alles klar, ich muss was einen anderen Weg finden, so, ne? Hätte ich ja an ihm vorbeirennen können, im Prinzip. Ja. Oder betäuben und dann weiterrennen können. Einmal war das so peinlich bei einem Mal durchspielen, Gothic. Da hatte ich noch gar nicht alle 5 Klingen. Bin hier schon gewesen, hab schon Orizir und alles gehabt, aber die 5. Klinge habe ich halt einfach, diese habe ich dir ja eben gezeigt, wo ich einmal mich verlaufen habe. Wo ich gesagt habe, die Klinge habe ich schon, ne? Ja, die hatte ich einfach vergessen gehabt. Ja. Und dann stand ich hier schön vor dem Tor, ne? Ja. Sonderbare Schwert, jetzt hast du Orizir nicht mehr. Nein, das sind die anderen Klingen. Ach so. Ach, sonderbare Steine, ich dachte, da steht irgendwie der Name der Wache drauf. Wieder eingesteckt werden muss. Wir müssen jetzt 5-mal König Artus spielen. König Artus, ja, König Artus nur umgekehrt. Wir wollen das Schwert nicht aus dem Stein ziehen, wir wollen es ins Schwein reintun. Aber irgendwie steckt die ganze Zeit das gleiche Schwert rein, könnte sein. Ja, nein, die sehen alle gleich aus. Ach so. Schwerter, die gleich aussehen. Aha. Übrigens, falls dieses Symbol jemandem bekannt vorkommt, ja. Dieses Symbol, das ist das offizielle Gothic-Symbol, ne? Gleich wird man vielleicht auch verstehen, warum. Denn hier sind wir jetzt erstmal, genau, das sind die Hallen des Schläfers. Der letzte Auftakt, bis wir beim Schläfer sind. Und wer steht da denn? Wer ist denn das? Den kennen wir doch. Der kommt uns so bekannt vor. Ist das nicht der Weihnachtsmann? Genau. Wir haben nicht viel Zeit, also höre mir genau zu. Wie kommst du? Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Ich habe die orkischen Prophezeiungen übersetzt und herausgefunden, was es mit den 5 Herzen auf sich hat. Die 5 Herzen der Priester, die du besiegt hast, wurden in 5 Schreine gelegt. Diese Schreine können geöffnet werden, aber nur die alten Klingen, welche die Priester bei sich trugen, können die Herzen verletzen. Du musst die Herzen mit den 5 Klingen durchstoßen. Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können. Ich verstehe. Beeile dich, denn das Erwachen des Erzdämons ist nahe. Der verrückte Kor Kalom und seine verblendeten Anhänger sind hier. Sie haben sich in der Halle des Schläfers versammelt. Ich habe schon genug geblutet. Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Die Macht des Schläfers wird immer stärker. Ich kann nicht. Was ist los mit dir? Ich muss schlafen. Jetzt wird man wahrscheinlich auch verstehen, warum der Schläfer Schläfer heißt, ne? Wenn er so mächtig ist, dass er Xardas einschläfern kann, also dann, ne? Wer ist schon in den Hallen? Kor Kalom. Der andere, der Guru aus dem Sektenlager, der ja abgehauen ist, nachdem Iberia... Wie kommen die denn da rein? Haben die auch 5 Schwerter? Oder 4 Schwerter? Nein, die haben, stimmt. Ich weiß, nein, die sind ja die Anhänger vom Schläfer, die wurden reingelassen wahrscheinlich. Ach so.
Weil die sind ja die Anhänger vom Schläfer. Und Korkalom, der ist halt, der hat halt gesagt so, nee, ja, Iberion, ne? Du hast uns enttäuscht und so. Weißt Bescheid? Ja. Seh zu, wie du klarkommst. Wir hauen jetzt ab. Wir gehen jetzt zum Schläfer. Also wir suchen uns unseren Weg zum Schläfer. Ja, und dadurch sind sie halt fanatisch geworden. Und wurden eingelassen bei ihm. Ja, weil sie ihm ja die Treue schwören, sozusagen. Fanatismus bringt zum Gott. Also ja. Durch Fanatismus kommt du zum richtigen Gott. Das ist eine schöne Botschaft von Gott. Ja, für Dämonen ja. Bei Dämonen ist das so. Ja. Es ist ja keine Gottheit, der Schläfer. Schläfer ist ein Dämon. Ein Erzdämon. Der ja alles erst ausgelöst hat. Ohne ihn wären die Leute hier nicht eingesperrt. Also von daher, dem zu folgen, ist ein bisschen doof, ne? Wir sind auch nur eingesperrt in unsere Existenz. Ja, genau. Nein, aber ihm zu folgen ist auch ein bisschen blöd, so, ne? Wenn er sagt, so, hier, ne, ich hab euch hier eingesperrt. Ich hab euch hier eingesperrt, damit ich was zu spielen hab, sozusagen, ne? Wir sind nur geboren, um zu sterben. Wenn ihr so dumm seid, eine Barriere um das Tal errichten wollt und das mich stört, ey, dann habt ihr selber Schuld. So eine Art. Dann müsst ihr auch mit den Konsequenzen klarkommen, wenn dann der Schläfer sagt, nein, ist nicht, Alter, und euch hier alle einsperrt. Ne? Ja, so, darüber sollten wir wirklich mal intensive Gespräche mit dem Schläfer führen, du. Was in seinem Kopf vorgeht, dass er solche bösen Sachen macht. Also ich glaube nicht, dass der Schläfer an sich böse ist, sondern es sind die Dinge, die mit ihm geschehen sind, dass er böse wurde. Richtig schön den Schläfer analysieren, ne? So, und dann haben wir hier nochmal den Trank der Herrschaft, der gibt das auch nochmal Stärke und alles. Man sieht schon, also ich push mich hier gerade jetzt richtig schön auf, Alter, ich dope mich hier richtig nach oben. Entscheidenden Abschnitt des Spiels. Ja. Ja, wie groß ist ja, das? Ja, der letzte Abschnitt, der ist so groß wie der vorige. Ja, der letzte Abschnitt des Spiels, sag ich mal so, ist Doping. Doping, da. Ja, kurz vorm Schläfer wird nochmal ordentlich zur Nadel gegriffen, sag mal so. Und nochmal richtig schön auf die Kacke gehauen. Schön die Hallen des Schläfers ausgeplündert. Die ganzen Schätze, die die Orks in all den Jahren angehäuft haben, greifen wir uns jetzt einfach mal so. Weil die Orks werden sie eh nicht mehr brauchen. So, gucken wir mal. Oh. Die haben hier echt schöne Sachen. Diese ganzen Tränke. Hä, was ist denn los? Oh Mann, Alter, der Typ hat schon wieder so seine Anfälle, ey. Ja, ich hab wieder Anfälle. Nein, hier der, Ja, ich weiß. Ich hab wieder Anfälle. Wieso? Ja, ich, stimmt, der heißt ja ich. Ja, ich. Ja, den hab ich erst nicht geschnallt, ey. Das hat ein bisschen gedauert. Okay, ja. Das ist auch interessant. Also der Held hat ja keinen Namen. Sie sagen ja auch immer alle, wenn er sagt, mein Name ist... Ich will deinen Namen nicht wissen, du bist uninteressant, so eine Art. Dein Name ist uninteressant, deine Taten zählen, ne? Ja. Und das liegt einfach daran, dass der Held keinen Namen hat. Wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Marvin-Mode einen anderen Charakter ansteuern würde und den angucken würde, da würde da ich stehen. Das ist einfach, weil der Held keinen Namen hat. Noch nicht. Er hat einfach noch keinen Namen. Das ist einfach so. Er muss sich noch selbst seinen Namen geben. Und er kommt momentan noch nicht zu. Ja, stimmt. Da kommt er nicht zu, er hat viel zu viel zu tun. Die Welt retten, Schläfer töten und so, ne? Ja, ich hab dann schon mal den Schläfer. Oh Scheiße, jetzt hab ich gespoilert, dass er den Schläfer besiegt. Scheiße, ey. Ja. Boah. Stell mal vor, weißt du so, alle fiebern so dem Ende entgegen, ne? Und sind auf einmal so, ja, der Schläfer hat mich getötet, scheiße, ne? Das ist das Ende, das ist das True Life Ende, also das ist das True Ende so. Ja, so logisch. Ich werde auch besiegt werden. Vom Schläfer, weil er im nachfolgenden Titeln auch auftaucht, weil die danach spielen. Ja, eben. Ah. Das sind Reinkarnationen von ihm. Oh, scheiße, jetzt hab ich verraten. Ach. Nein. Die wurden einfach nach dem einen Helden benannt. Ich. Genau. Stimmt, sie wurden nach der Legende benannt. Die Legende musste weitergetragen werden. Genau, also werden alle. Oder es sollte verschleiert werden, dass ich gestorben ist. Genau. Das ist alles eine Verschwörung.
Wir denken uns hier eine Scheiße aus. Das ist unglaublich, ne? Das stimmt. Das ist immer so, wenn wir beide zusammen sind, wir reden so viel Scheiße. So, über Spiele. Ist der Bereich noch sehr groß? Nein. Wir sind jetzt fast da. Ja, es war aber auch so, da irgendwie noch tausende von diesen kleinen Höhlchen sind, wo wir irgendwie... Nee. Das waren jetzt die letzten Höhlen. Hier sind doch schon, siehst du ja schon, die apokalyptischen Templer. Schon nicht mehr die fanatischen, sondern die apokalyptischen. Die schon extrem in Richtung... Oh! Schläfer! Mach mir Babys! Gehen. Ja. Springen wir jetzt einfach mal ganz leicht gebrochen rüber, hier. Geht's hier lang? Geht's hier rüber? War nicht zu weit? Hier speichere ich lieber, weil diese Sprungpassagen sind immer ein bisschen... Happelig. Ja. Genau, happelig. Und da sind die heiligen Heimschläfers. Bums, jetzt müssen wir ruhig sein, denn hier ist ein Loch. Nein, natürlich kein Loch, ist nur noch nicht geladen. Da ist Korkalom mit seiner ganzen Horde. Und da ist der Schläfer. Und wie sieht der bitte schön aus? Natürlich wie das Gothic-Symbol. Warum auch nicht? Gothic ist das der wahre Böse. Genau. Da ist ein Templer, der ist, sieht nicht gut gelaunt aus, ey. Aber egal, ich bin auch nicht gut gelaunt, von daher passt das ja. Ne? Fratzengeballer hier, bisschen Ausgleich. Das ist ganz ehrlich, was wollen die? Ja, keine Chance, ey. So, jetzt, aber wir gehen da bestimmt nicht alleine rein. Das können wir vergessen. Das können sie auch nicht von mir erwarten, dass ich da alleine reingehen soll. Die alleine. Ich lass erstmal die Erde beben, ne? Mach erstmal ein bisschen so, ne? Tanzen, komischen genau, Tanzen. Hola. Und... Blätz! Und dann lasse ich nochmal die Erde beben. Ich bete zu Belia. Ja, ist ja eigentlich so ein Gebet an Belia, ne? So eine Armee der Finsternis. Was für gut, ah, ja, der Heilige. Ich muss mir der Heilige. Du betest so einen Gott an. Weißt du, Belias Kreatur wird von Belias Kreaturen besiegt, Alter. Der Schläfer ist ja eine von Belias Schergen. Wird von niederen Belias Schergen abgelenkt und von einem Belia anbetenden Helden getötet. Das ist peinlich, oder? Er war wohl doch nicht der auserwählte Belias. Das war dann doch der Held. Ne? Aber man sieht schon, ich habe hier schon eine hübsche kleine Tanztruppe zusammengestellt. Aber es soll noch mehr werden, auf jeden Fall. Jetzt wollen wir zuerst mal Traumwärtsgeläsche. Ja, natürlich. Ich gönn mir, Alter. Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Brauchst doch, du kannst doch mit dem Skelett mehr Bestand machen. Du weißt, alle sollen ihn angreifen und alle an ihn anfallen. Das bringt brauchst doch keine Schwere, musst die Schwäche noch mit mir benutzen. Ja, schön wär's. Sobald du an ihn rangehst, zu nah, dann macht er hier seinen Schlag mal einen Trick, ne? Ja, das sind Skelette, die können doch eigentlich nicht schlafen. Ne, es sind doch, die können auch nicht schlafen, aber die konzentrieren sich sowieso auf Korkalom und seine Homos. Achso. Seine Homo-Brigade. Ich habe wenigstens eine Knochenkopfbande. Und keine Homo-Brigade. Ist auch ein schöner Name für Skelett, für eine Armee der Finsternis, ne? Knochenkopfbrigade. Knochenkopfbande. Wie erwartungsvoll sie mich alle anstarren mit ihren nicht vorhandenen Augen. Leeren Augenhöhlen. Sowieso, Alter, ich frag mich, wie so ein Skelett überhaupt was sehen kann. Ne? Ja. Voll geil. Weil die gucken ja alle total auch gefasst. Da hinten danst einer. Da hinten danst einer. Er will durch, aber kein Leines den durch so, ne? Überfüllt wie so ein Onkelskonzert, ey. Ja. Jetzt gibt's langsam Gedränge. Wir wollen auch was sehen! Wir wollen auch den Meister sehen, ey. Ja, noch mehr. Alter, wie sitzt ich um mich rumsteigen, ey? Ich komm da gleich selber nicht mehr durch. Ja, wahrscheinlich macht ihr selbst kaputt, weil sie nicht mehr an die vorbeikommen. Genau. Und dann werden wir alle böse, weil weißt du, so sind in der KI so eingestellt wie, lass mich vorbei. Und wenn du dann nicht weggehst, dann ziehen die ja irgendwann das Schwert und dann hauen die ja irgendwann auf dich ein. Ja, einfach, das ist eine undurchdringbare Wand. Ja. So. Alter, zieh dir rein, wie viele Skelette da schon sind. So ein richtig episches Finale, wa? Ja. Genau, ich muss jetzt erstmal so eine Führerrede halten, ne?